So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Boy, boy, ich würde sagen, heute holen wir uns gleich mal diesen komischen Roboter. Gucken wir mal, wo der sich rumtreiben soll. Also, wenn er nicht zu weit weg ist, natürlich. Oh Gott, er ist zu weit weg. Er ist ewig weit weg. Habe ich dann noch was hier zu tun? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube nicht. Krallen, ja gut, Krallen kann ich machen. Tawa, lange Finger. Ah, das könnte ich machen. Mechanischer Wächter, das könnte ich auch machen. Das werde ich dann verbinden oben bei den Typis und Nahrung für die Kleriker. Okay, das heißt, ich habe wirklich nicht mehr viel zu tun. Wie es mir scheint. Ja, gut. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Was willst du tun? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich gucke erstmal. Willst du was? Für den Anfang erstmal die Ruine angucken. Die wir letztes Mal gesehen haben. Das war. Oh, was ist da oben für ein Wrack? Das war bei. Bei diesem einen Eingang, wo wir die Mutanten vorne getötet haben. Achso, das ist wieder Harley. Das war bei dem Eingang, wo wir die ganzen Mutanten getötet haben. Bist du jemand Besonderes? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das waren alle wichtigen Personen. Wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Janie, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Oh lol, der Hallo, Reisende. Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst. What the fuck? Was hast alle? Die kommen bis hierher? Das ist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm? Also, ne? Hat zwar nichts Geiles, außer ein bisschen reines Elex, was aber nicht wirklich gut ist. Obwohl, komm. Und ein Amulett der Tarnung. Ich habe schon ein Amulett der Tarnung. Ich brauche nicht zwei Amulette der Tarnung. Das ist totaler Blödsinn, Junge. Ja. Sonst hat er nichts Gescheites. Die kommen echt bis hierhin, die reisenden Händler, hatte ich nicht gedacht. Da vorne, die Ruinen meine ich. Die wollte ich nochmal erkunden, bevor wir jetzt weitergehen. Hier waren ja die Mutantenhunde, die Wühler, die mittlerweile echt schon ziemlich schwach sind. Und ja. Gucken wir uns da einfach mal um. Ne? Würde ich mal sagen. Beste Idee aller Zeiten. Wahrscheinlich total verstrahlt oder sonst was. Also, oh Gott. Ich bin gerade irgendwie. Von anderen Spielen wollte ich jetzt wieder F drücken, um das Zeug aufzuheben. Weil ich zwischendurch was anderes gespielt habe und. Das ist immer so eine Sache, ne? Man spielt irgendwas. Andere. What the fuck, wie hat er mich. Wie hat er mich da nochmal getroffen? Das war jetzt wirklich nicht nett. Das war nicht die feine Art. Ich hab auch wieder nicht geguckt, was die Heiltränke brauchen. Ich bin so ein Dödel. Ohne Witz. Ich sag die ganze Zeit, ja, ich mach mir vielleicht eigene Heiltränke. Ja, ich guck mal, was die Heiltränke brauchen. Und so, und dann mache ich das nicht. Oh, Federvieh, meins. Aber wenn sie nur die Heilkräuter brauchen, wieso nicht? Dann kann ich sie herstellen. Ich habe ja einen notorischen Mangel an Heiltränken. Und der kann nur dadurch behoben werden, dass ich mir selbst welche mache oder welche kaufe. Aber dazu bin ich das zu geizig. Aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. So. Ja, ja, beruhig dich mal. Bitte, tu uns nichts. Wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben. Nimm dir, was du brauchst und dann geh bitte wieder. Erzähl niemandem, dass wir hier leben. Bitte verrate niemandem, dass wir... What the fuck? Okay. Verschlissener Brief. 64. Oh. Hier ist ein Safe. 64. Merken. Bitte lass uns hier in Ruhe leben. An alle, die jemals einen Mutanten gesehen und. Es ist verdammt dunkel in dem Haus gerade. 64, 64. Nicht vergessen, die 64. Also. Die ist viel zu offensichtlich gewesen, diese 64. Wahrscheinlich finde ich das andere Teil da nicht. Das dementsprechende Teil. Stück der Kombination. 64, okay.
Wie war die Zahl? Oh, nein, Spaß. Natürlich, 64. Bis jetzt waren alle Safe-Zahlen so. Oh lol, die kommen hier gar nicht nach oben. Da muss ich nach oben fliegen. 64. Ab nach oben. Oh lol, das ist eine tote Familie. Heldenbrief. Oh lol, die haben Pen and Paper gespielt. Da gibt es Spielanleitung. Lol. Das finde ich ja geil. Ein kleines Easter Egg. Jetzt die Frage, nach welchen Regeln habt ihr gespielt? Meisterbrief? Meisterbrief? Ich bin da nicht so bewandert, was das D&D-Universum angeht. Aber normalerweise muss doch der Spielleiter keinen Meisterbrief haben. Ich meine, der Spielleiter ist halt einfach der Spielleiter, oder nicht? Hey, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich. Wir können ihn nur nicht hängen lassen. Na klasse. Da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Okay. So schlecht wie das gespielt ist, sind das... Typen von den Rocket Beans. Tja. Wurde ihre Wertung etwa damit gekauft? Wer weiß, wer weiß. Naja, man muss schon sagen, sie alle haben... Also es ist kein schlechtes Spiel. Und deswegen kann man auch nicht sagen, die Wertung wurde gekauft. Und sie haben auch recht. Also der Test von den Rocket Beans, falls ihr nicht gesehen habt, war ganz ordentlich. Also würde ich damit auch konform gehen, was sie da gesagt haben. So, 64, aber den zweiten Teil habe ich nicht gefunden. Aber ich kann es hacken. Also, fuck you. Aber wir wissen ja schon, 64, vielleicht hier. Kann es überhaupt hinkommen? 6, ja, größer und jetzt nochmal kleiner. Dann machen wir mal die 2 und dann größer, machen wir mal die 7. Okay. 6, 4, 3 und 5. Nein, aber die 1, okay. So. Geht doch. Bam. Easy. Alles nehmen. Sehr schön. Okay. Hier hätte man die erste Sprachnachricht von den Typen finden sollen. Haben wir jetzt ein bisschen umgangen, indem wir einfach die anderen vorher gefunden hatten. Ich habe auch keine. Ich habe den ganzen Text auch gar nicht mehr im Kopf. Und dann sind wir hier fertig. Ich weiß nicht, wieso die nicht in das Dorf da oben gehen. Ich meine, die müssen irgendwie nur ein paar Meter laufen und haben dann wieder ein Dorf da. Aber wir haben irgendwie keinen Bock. Okay. Da hinten ist noch irgendeine Ruine. Da gehe ich auch nochmal hin. Schnell, schnell, schnell. Was seid ihr? Du bist auch ein Einsiedler, oder? Ja. Und der Einsiedler pinkelt da gerade. Okay, 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 okay. Passt. Ich meine, die sind ja wirklich einen Katzensprung von der anderen Siedlung entfernt. Als würden die anderen nicht wissen, dass die hier sind. Das ist so gut versteckt wie, was weiß ich. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Es ist nicht gut versteckt einfach. Es ist so gut versteckt wie etwas, was nicht gut versteckt ist. Jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist das Beispiel. Fehlt euch damit ab. Na ja, gut, die Federviecher. Ich habe keinen Bock mehr, die Federviecher zu verhauen. Das alles nur, nimmt alles nur viel zu viel Zeit in Anspruch und gibt mir nur Scheiße. Aber die Felsassen, die brauche ich. Und daraus kann ich mir was Leckeres zu essen machen. Und was haben wir hier? Was ist denn das? Sieht auch irgendwie so... Oh nein, schon wieder diese ekligen Viecher. Wie so ein fettes Maul da an dem... Boah. Aber kein Problem für mich. Die Fleischgrille. Gib mir dein reines Elex und fertig. Ist hier irgendwas, was ich beachten sollte? Da hinten unten ist eine Mine oder sowas. Oder irgendein Eingang. Oh, da ist so ein... Oh, so ein Fels... Oder so ein Troll. Ich weiß nicht, ob die Felstrolle heißen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Den habe ich noch nicht getötet. Den will ich auch nochmal töten. Ja? Wir sind so hier ein bisschen...
Großwildjäger. Hm? Uns reichen die kleinen Wölfe und sonst was nicht mehr. Wir müssen jetzt auf Elefantenjagd und Löwenjagd gehen. Und dann irgendwie klitzekleine Trophäen davon mitnehmen und den Rest in der Wüste vergammeln lassen. So läuft das. So. Bedrohte Tierarten? Ha! Scheiß drauf! Oh Gott, da sind zwei Viecher. Will ich erstmal hier den da? Steinklaue! Das ist ein Bergtroll, okay. Der mich angreift! Oh nein! Diese scheiß Steinphysik. Das hat mich getroffen, wie denn? Das ist doch ein scheiß Scherz. Wie hat denn mich das jetzt getroffen? Also, du scheiß Cheater. Ich hasse diese Felswurfmechanik, diese Auto-Aim-Felsen, die einen immer treffen. Beschützen die sich gegenseitig oder was? Oh, das hat wehgetan, du dreckiges Viech. Aua. Na ja. Oh, auf Nummer sicher gehen. Heiltrank. Nein. Habt ihr das gesehen? Habt ihr die Flugbahn dieses Felsens gesehen? Auto-Aim. Habt ihr die... Wofür mache ich die fucking Ausweichrolle, wenn sie sowieso nichts bringt? Ah, das war knapp. Hätte er jetzt zugehauen, dann wäre ich gestorben. Okay, gibst du irgendwas Gutes? Ein paar Gold, ein Trollherz. Okay, keine Ahnung, wofür man das braucht. Aber kann auch nützlich sein. Eisenerz, viel Erz, Erz, aber nichts wirklich Besonderes. Außer das Trollerz. Davon hatte ich bis jetzt noch keins. Okay. Lief doch ganz gut. Naja. Einigermaßen gut, sagen wir es so. So. Achso, was ich auch noch gerade, was mir gerade einfällt, ist, dass ich es ein bisschen schade finde, dass in dem Spiel einfach die Tatsache übergangen wird, dass man Hecken hat. Also ich meine, da steht nicht irgendwie Hecken, übrigens Hecken 1, 2 oder 3. Das hört sich komisch an. Das hört sich irgendwie an wie Tekken. Tekken 1, 2 und 3. Nein, da steht ja immer nur, du kannst hacken, aber nicht welche Stufe du brauchst. Bei den Truhen steht ja immer, wow, was ist das für eine Burg, steht ja immer drauf, du brauchst diese Stufe, um das zu hacken. Ja, du brauchst zu knacken. Du brauchst Stufe Schlossknacken 2. Ja? Das ist ein Schlossknack-Skill von 3 oder 2 oder 1, was auch immer du brauchst. Und was du halt hast. Und bei den Tresoren steht es oft nicht dabei. Ich weiß nicht, wieso sie das weggelassen haben. Wieso sie das bei den Truhen haben, aber nicht bei den Saves. Das ist irgendwie ganz komisch. Och, Ray. Och, Ray. Immer wieder Ray. So, hier, gib mir das. Dann hole ich mir noch die Pflanzen da. Pflanzen. Meine Güte. Meine Aussprache heute auch wieder. Oh nee, so eine scheiß Echse. Okay. Gib mir den Safe-Hit, den du immer landest. Oh nein, das sind zwei! Nein. Hm. Erstmal ein bisschen weglaufen. Ray, kannst du bitte angreifen? Einmal trinken. Einmal im Kreis rumlaufen. Alter, das ist halt überhaupt nichts mehr, die kleinen Heiltränke. Das ist einfach nur Verschwendung meiner guten Zutaten. Greif doch an! Da wollte ich nicht zuschlagen. Hat einfach keinen Bock gehabt zuzuschlagen. Alles klar. Die Heiltränke heilen echt wenig. Ich glaube, da ist sogar Essen besser. Was seid ihr für Typen? Banditen? Oh! What the fuck, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber er hält nichts aus. Und dann kommt die Scheißratte. Ja, sehr schön.
the fuck? Vielleicht langsam mittlerweile sogar die Anführer sind. Ich hätte gedacht, du bist eine härtere Nuss. 20 Zigaretten. Genau. Und? Okay, gegen das Elixid sage ich nichts. Das ist nicht schlecht. So, seid ihr auch Banditenanführer? Nein, ihr seid nur Banditen. Es gibt keine Trefferzonen, soweit ich das weiß. So, einmal speichern. Oh lol, da sind so Flammenwerfer und sonst was Typen. So. Die Völker der alten Welt waren merkwürdig. Auf der einen Seite bauten sie Gebäude aus Stahlbeton und auf der anderen Seite sowas hier. Andererseits, wenn ich mir die Berserker und die Kleriker anschaue, ist es heute nicht anders. Ja, gut. Kann man so sehen. Aber nur das Ding ist, das sind halt uralte Gebäude. Zumindest wenn wir von unserer Zeit ausgehen. Man weiß ja nicht, auf welcher Welt das spielt. Also es wird ja nicht gesagt, dass es auf unserer Welt spielt. Das ist ja irgendein Universum einfach. Den hau ich um. Das machst du nicht. Arschgeige. Oh nein. Ich hab gedacht, ich hab noch den zum Zustechen. Hätte ich noch die Ausdauer, aber ich hatte sie nicht. Fuck. Was man immer wieder beim Erkunden findet, das ist echt erstaunlich. Oh, wow. Super, oh. Ja, jetzt hat er auf einmal Schwert und Schild. Ich finde das... Ich wollte gerade sagen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, dass Banditenanführer nur 50... Erfahrung mehr geben. Dafür, dass sie eigentlich irgendwie dreimal so stark sind wie ihre Freunde. Was ist hier? Ich hier rein? Weiß es nicht. Vielleicht gibt es da oben was. Ich glaube nicht, das müsste meine Brille schon geortet haben. Nein. Vielleicht hier oben? Oh nein, spring doch nicht runter. So, sehr schön. Vielleicht da oben auf dem Turm. So. Da oben ist auf jeden Fall ein Eingang. Ich glaube, da könnte was Geiles drin sein. Oder vielleicht einfach ein Gegner, der mich umbringt. Da sitzt da einer. Und säuft sich erstmal ein. Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Skyler. Oh. Hast aber ein Scheißhaus. Also. Ring der Ausdauer. Ja gut, erhöht wahrscheinlich die Ausdauer. Lass mich raten. Pures Mana, okay. Nuller Truhe. Ja, das meine ich jetzt als Beispiel. Da steht halt schon ja 3 habe ich und 0 brauche ich. Und da steht ja... Oh, Ring der Strahlungsresistenz. Hatte ich den schon? Nee, soweit ich weiß nicht. So, wir reden gleich mit dir, Skyler. Ich will noch kurz mal hier unten nochmal gucken. Du gehörst mir. Alter, es sind ja nur noch Anführer da. Ich muss ja sagen, ich finde es... Oh, das war... Oh. Ich würde sagen, leck mir die Nüsschen. Das war der... Ray hat das gerade geschossen. Also es gibt irgendwie... Ist das irgendeine Konferenz oder sowas? Im Sinne von... Banditenkonferenz, dass hier die ganzen Banditenanführer sind, sich treffen einmal im Jahr, weil ich denke mir, ne, so viele Anführer sollten nicht auf einem Fleck sein. Das könnte ein bisschen für Spannung sorgen. Vielleicht ist es auch eine Demokratie und die sind gewählte Vertreter. Aber selbst wir haben ja nur eine Bundeskanzlerin. Sehen. Komisch. Ich glaube, sie hätten andere NPCs nehmen sollen an. Statt die Anführer einfach. So, Skyler, was machst denn du hier? Nein, nein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich muss doch noch meine Parzelle putzen. Ich bin wichtig. Ich bin wertvoll. Ihr dürft mich nicht töten. Niemand wird dich töten. Weil ich schrubbe. Weil ich putze. Weil ich euch Geld bringen werde.
Lösegeld. Eine Menge Lösegeld wird man für mich zahlen. Ich bin ein lebender Geldsack. Verstehst du? Ein Geldsack. Jeden Wunsch werde ich euch erfüllen. Ein fleißiger Diener werde ich sein. Wer genau bist du? Von Anfang an. Ich erinnere mich an Sand. Viel Sand. Jetzt rinnt er durch meinen Schädel. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Okay. Wie hat man dich gefangen genommen? Mit einem Knüppel auf dem Kopf. Dann verrottender Stein. Käfer als Vorspeise. Würmer als Hauptspeise. Aber ich habe gehorcht. Mein Freund hat nicht gehorcht. Er ist vom Balkon gesprungen. Mit dem Schädel voran. Jetzt fressen ihn die Würmchen. Okay. Verschwinde von hier. Der Anführer der Banditen ist tot. Ich hörte ein paar Knochen splittern. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Hör zu. Such die Verliese der Ruine auf. Dorthin haben sie alles gebracht. Alles, was uns nicht mehr geblieben ist. Ich verziehe mich jetzt, wie du es mir befohlen hast. Ciao. Es gibt nicht mal EP. Er hat gesagt, was? Vom Balkon in den Tod? Da ist er tatsächlich. Oh, er hat nicht gelogen. Da ist dein Kumpel. Alter, das sieht nicht sehr gemütlich aus. Sehr schmerzhaft, wow, da habe ich kurz die Augen von ihm gesehen. Sehr schmerzhaft, um es genauer zu sagen. So, da unten sehe ich auch eine geile Waffe. Seht ihr dieses komische Teil? Das oberste Teil. Das sieht aus wie eine richtig fette Waffe. Was ist das? Ein Raketenwerfer? Oh Leute, ich sehe überhaupt nichts. Überhaupt nicht. So. Ist zwar nicht viel besser, aber naja. Es wäre cool, wenn es wieder so einen Gegenstand gäbe wie. Also Zauber soll es ja nicht. Also. Es könnte auch Zauber geben. Oder es gibt auch Zauber. Ich meine, irgendwas, was halt über meinem Kopf die ganze Zeit Licht macht. So, da hinten ist echt eine fette Waffenkammer. Lol. Du bist was? Dr. Seltsam. Hört auf jeden Fall ganz nice an. Alte Münzen. Achso, Glücksspiel konnten wir auch nicht machen. Fällt mir gerade auf. Ich weiß auch nicht wieso. Wieso gibt es kein Glücksspiel in diesem Spiel? Man würde doch total passen zu den Outlaws. Okay, gucken wir uns mal jetzt Dr. Seltsam an. Dr. Seltsam, du bist eine schwere Waffe, nehme ich mal an. Schwere Waffe. Oh, ja, tatsächlich ein Raketenwerfer, den ich nicht tragen kann. 104 Schaden. Achso, den Granatwerfer haben wir auch. Das andere ist alles, das sind alles keine. Also, keine legendäre Waffen. Boah, Dr. Seltsam ist echt mit Abstand die teuer, also die am meisten Schaden macht. Und nicht schlecht. 100 Schaden ist echt gut. Ich find's auch cool, wie sie so irgendwie so ein Hoch. Na wohl. Okay, da ist nur die Wand da hinten. Ich würde gerade sagen, so einen hochtechnisierten Raum gemacht haben, aber der ist ja gar nicht so hochtechnisiert. Das ist einfach nur die eine Wand, die so aussieht. Dann hat sich ja das Erkunden schon gelohnt. Eine legendäre Waffe in einem Schloss gefunden, in dem man wahrscheinlich, also ohne Erkunden wäre man hier nie hingekommen. Deswegen, ein Hoch aufs Erkunden. Hurra! Sehr schön. Gut, gut, gut. So, hier war ich anscheinend noch. Da war doch gerade irgendwas zum Aufnehmen, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Burg Weihenstein ist die kleinste auf unserer drei Burgenführung. Die Barone, welche hier lebten, hatten nur wenig Land als Lehen. Überlieferungen besagen, dass die Barone einen Grundstein von Wieso komme ich da nicht hoch? Ist das eine unsichtbare Wand oder was? Oh, Burg Weihenstein. Von irgendeinem Baron. Ich wusste gar nicht, dass da diese komischen Dinger da sind. Diese elektronischen Führer, die Audiokommentare oder wie auch immer man sie nennen will, gibt es hier noch welche? Ich hätte nämlich bis jetzt nicht gesehen. Wir werden ja auch nicht gehighlightet, leider. Also außer man läuft halt direkt daneben vorbei, aber ist mir jetzt zu blöd, die jetzt zu suchen. Oh! Ich kann auf so einen Strommast gehen. Will ich das? Ich weiß es nicht.
Könnte es da was geben? Ich glaube fast nicht. Da unten sind... Oh! Auf doch. Ja, hör doch bitte auf, runterzufallen. Ist da ein Viech oder ist da was zum Aufsammeln? Weiß es nicht genau. Nee. Doch, es ist was zum Aufsammeln. Tatsächlich, das habe ich von weitem gesehen. So, da oben. Ich glaube, da ist nichts. Ich will kurz mal da hinten hin. Wieso ist denn das da schon wieder so eisig? Wo bin ich denn überhaupt? Oh Leute, ich bin wieder bei der Wüste. Aber hier war ich noch nicht. Das ist wieder ein Viech, das interessiert mich aber nicht. Dann sind noch mehr Viecher. Oh, Kritter. Schon ewig nicht mehr gesehen, diese Viecher. Das da unten. Es lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht, da runter zu gehen dafür, aber hey. Egal. So. Oh, doch ein Halt. Oh, für einen Heiltrank hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Scheiß drauf. So, jetzt gucken wir uns mal diese Tankstelle an mit dem komischen Gerät. Von hier oben sieht die Wüste so aus. Generator? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass ich zusammen mit meinem kleinen Bruder durch diesen Sand gekommen bin. Wir wären fast krepiert. Aber zum Glück hat uns jemand gefunden. Ich wurde fast in diesen Hütten sollten wir lieber nicht übernachten. Wir, also ich und mein kleiner Bruder, haben mal in seinem Haus gepennt. Irgendwann mitten in der Nacht gab es ein kleines Erdbeben. Eine Stunde später waren wir wie betrunken. Seltsame Sache. Ist da Gas ausgetreten oder was? Ich wollte den Schakal töten und dann steht der Typ da. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Apfelschnaps. Magnesiumfackel. Sehr schön. Was man nicht alles durch Erkunden findet. Antitoxin, okay. Gift. Wieso nicht? Dietriche Klebeband. Bla bla bla, hier und das und jenes. Sehr schön. Lass mal zählen. Echt geiler Stuff hier. Auf dem Dach. Nö, auf dem Dach ist nichts. Dann reden wir mal mit Connor. Gucken wir mal, was der zu sagen hat. Wir haben ja jetzt einen geistig verwirrten Typen und Connor. Hey, Kollege. Bist wohl vom Weg abgekommen, was? Aber ich erspare dir die Arbeit. Du kannst weiterziehen. Ich habe hier schon alles Wertvolle eingesackt. Der Rest ist Müll, auf den nicht mal die Ratten einen Haufen legen würden. Ja. Und was hast du so gefunden? Neben dem üblichen Dreck ein paar Splitter. Irgendeine arme Sau hat in der Nähe wohl sein Versteck gehabt und das Zeug vergessen. Aber ich habe auch gute Nachrichten im Gepäck. Du kannst was von meinem Wasser haben. Hier, absolut rein. Und jedes Vieh, das versucht hat, in die Quelle zu pissen, ist als Bratenspieß verendet. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, meine Töle braucht bald was zu fressen. Ja. Oh, ja, fragen wir erstmal, ob du das verkauft. Verkaufst du auch was von deinem Zeug? Nein, zum Händler tauge ich nicht. Habe es mal versucht, aber im Endeffekt hat es mir nur Ärger eingebracht. Typen, die nicht zahlen können und um jeden Splitter feilschen. Auf den Mist hatte ich einfach keine Lust mehr. Also gibt es keine Möglichkeit, mit dir ins Geschäft zu kommen? Naja, wenn du ein bisschen rohes Fleisch auftreiben kannst, dann lasse ich was springen. Mein kleiner Freund hat es nämlich langsam satt, auf alten Schuhsohlen rumzukauen. So, ja. Kein Problem. Alles klar. Ein halbes Dutzend rohe Fleischlappen sind eine gute Mahlzeit. Das sollte reichen. Okay, Ray gefällt das. Okay. Also, ich glaube, Ray gefällt es immer, wenn man diplomatisch ist, sozusagen. Wann ziehst du weiter? Ach, das kann warten. Die Stiefel kratzen so. Da gönne ich mir noch eine kleine Auszeit. Ja. Woher hast du den Schakal? Er muss schon mal wem gehört haben, aber der hat es wohl hinter sich. Als ich ihn gefunden habe, hat er auf einem Schwert rumgekaut. Hat wohl noch nach dem Kerl gerochen. Jedenfalls ist er harmlos. Ganz anders als die meisten dieser Biester. Darum habe ich mich entschlossen, ihn mitzunehmen. Er sorgt für die nötige Abwechslung. Okay. Rohes Fleisch, kein Problem. Yeah, das rohe Fleisch. Und noch frisch, klasse. Da, meine Notreserve aus dem Stiefel. Riecht natürlich nicht ganz so frisch wie das Fleisch, aber ist dafür sicher vor Taschendieben. Mein vierbeiniger Freund wird die Mahlzeit zu schätzen wissen.
Mach's gut. Hm. Interessant. Das war's. Oh, ein Teleporter. Oh. Teleporter, sehr schön. Teleporter sind immer gut. Einfach um schnell durch die Welt zu kommen. Je mehr Teleporter, desto besser. So, aber ich habe mich jetzt gefragt, wieso ist denn da Eis? Ist das hier gleich am Konverter? Nee, ist es gar nicht. Deswegen ist das jetzt doppelt komisch, dass hier alles vereist ist. Wir sind doch nicht mal am Konverter. Ja, ich warte hier. What the fuck? Wieso? Wieso ist es hier so kalt? Ach so, das ist das... Oh, dieses Rohr. Okay. Das Rohr vom Konverter. What the fuck? Wie weit geht denn das? Okay. Ein sehr, sehr komisches Rohr. Was gibt's denn hier noch, wenn ich in diese Richtung laufe? Nochmal hier oben so eine Siedlung. Und ein Tunnel. In den Tunnel sollte ich vielleicht auch mal reingehen. Kann doch irgendwas Interessantes sein. Okay. Dann laufen wir mal der Straße entlang. Und holen uns da diese komische Siedlung. Gucken sie uns zumindest an. Ein paar Nebenquests gefunden. Deswegen lohnt sich das Erkunden. Oh. Blöder Gockel ist tot. Sehr schön. Gut. Wolf. Oh, das ist so ein Schakal. Ich kann nicht wirklich auseinanderhalten. Ich muss sagen, die sehen echt verdammt ähnlich aus. Von weitem zumindest. Weil der Hornwolf und der Schakal eigentlich dieselbe Färbung haben. Also sie sehen nicht... Sehen sich natürlich im Grunde nicht ähnlich, aber... So ein bisschen schon. Sind das... Wow, fuck. Ich könnte schon in die Mangel genommen, die zwei fucking Raptoren, ey. Also mache ich alles platt und sterbe hier fast an zwei Raptoren. Das ist nicht gut. Ist da, sind da Elix-Vorkommen? Ja. Oh, das heißt Mutantengebiet. Willkommen bei den Mutanten. Überall, wo Elix ist, immer Mutanten. Nächsten Unhold. Hm. Ist das, da könnte dann was Gutes sein. Wenn da ein Unhold ist, dann ist das ein ganz gut, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass da irgendwas Tolles ist. Deswegen, schauen wir mal. Ich gucke mir erstmal aber diese Ruine hier an. Und sammeln mal diese ganzen Pflanzen ein. Denn wir wollen ja bald eigene Heiltränke machen. Deswegen müssen wir alle Pflanzen mitnehmen, die wir kriegen können. Okay, wow. Hier gibt es tatsächlich gar nichts. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht. So. Unhold. Schmecke mein Schwert, du Unhold. Oh, das ist auch ein Mensch. Ist das auch ein friedlicher Unhold? Wollt ihr mich verkackeiern? Wirklich? Was willst du hier? Egal, wer dich schickt. Ich werde mich keinem von euch anschließen. Ich gehöre keiner Fraktion an, wenn du das glaubst. Ist das so? Das ist eine kluge Entscheidung. Ich kann diese ganzen Verstrickungen zwischen den Fraktionen und ihre Gesetze nicht ausstehen. Deswegen sind wir so weit hier draußen. Fernab von ihren Regeln. Jetzt gibt es nur noch uns. Mich und meinen Kleinen da drüben. Okay, what the fuck? Meinst du den Unhold? Er ist mein Freund. Er ist mein Beschützer und ich bin sein Beschützer. Also ich muss echt sagen, wir finden hier ziemlich viele interessante Leute. Wo sie jetzt mittlerweile die interessanteste ist, weil sie einen fucking Unhold als Freund hat. Wenn du keiner Fraktion angehörst, wieso trägst du dann die Kleidung der Berserker? Weil ich keine andere habe. Ich habe etwas gegen die Fraktionen, nicht gegen ihre Kleidung. Solange sie dir den nötigen Schutz hier draußen bietet? Das tut sie. Ich meine, die Alternative wäre, dass ich nackt vor meine Feinde trete. Hier, du siehst aus, als könntest du auch ein paar neue Wechselklamotten benötigen. Mir passen die Sachen nicht und ich habe keine Verwendung dafür. Solltest du sie nicht gebrauchen können, kannst du sie auch verkaufen. Ist wahrscheinlich schlechter als mein Zeug, aber... Ne? Der Unhold, der hier rumläuft, der gehört dir? Ja, er ist mein und ich bin sein. Wir gehören zusammen, sind eine Seele, ein Geist. Wer uns versucht zu trennen,
wird erfahren, was es bedeutet, zu leiden. Ja. Du hast einen Unhold gezähmt? Nein, nicht gezähmt. Der Kleine und ich sind Freunde. Ich vermute, dass das Elex in dieser Gegend verantwortlich für unsere tiefe Freundschaft ist. Vielleicht ist mein Freund hier auch einfach nur ein sehr zartfühlender Geselle. Sicher werde ich mir nie sein. Aber ich glaube, das Elex verbindet uns. Es verbindet unsere Geister, lässt sie irgendwie zu einem werden. Unsere Art der Kommunikation geht über alles hinaus, was sich ein einfacher Mensch mit seinem beschränkten Verstand vorstellen kann. Es ist, wie wenn zwei Liebende wissen, was der andere will. Ich kann es nicht besser beschreiben. Am Ende ist es auch egal, ob es eine natürliche Kraft meines Freundes ist oder ob das Elex dafür verantwortlich ist. Aber eines weiß ich sicher. Es ist nicht eine so unnatürliche Verbindung wie die der Alps und ihrer Mutanten. Ich habe ihm keine Maschinenteile in den Körper implantiert, um mit ihm kommunizieren zu können. So etwas haben wir nicht nötig. Ich glaube, das wäre ganz interessant für Kaya, weil sie ja immer so diese Elex-Wirkungen untersucht. Dass Elex ja auch zu Kaya spricht. Wieso lebst du hier draußen alleine mit dem Unhold? Ich lebe nicht hier. Mein Zuhause liegt weiter oben. Ich lebte dort mit zwei meiner engsten Freunde. Aber das alles war in einem anderen Leben. Was ist passiert? Es war alles gut. Wir haben in unserer Hütte gelebt und wir waren zufrieden. Bis die Alps kamen. Sie haben meinen Kleinen angegriffen und ihn verletzt. Als ich es sah, bin ich ihm so schnell wie möglich zur Hilfe gekommen. Wir konnten sie in die Flucht schlagen. Leider scheinen sie sich an meinen Freunden gerecht zu haben. Jetzt ist alles, was ich habe, mein großer Freund hier. Wenn es wirklich das Elex ist, das uns verbindet, dann kann ich es nicht aufgeben. Ich kann mich nicht um die Alps kümmern und ihn beschützen. Ich weiß, du bist mir nichts schuldig, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du die Alps von hier vertreiben würdest. Ja, fragen wir mal. Wo genau hast du gewohnt? Siehst du den dreizackigen Turm? Dort oben, im Nordwesten. Dort oben steht eine kleine Ruine aus der alten Welt. Da drinnen hatten wir gelebt. Okay, ja. Wegen deines großen Freundes. Was ist mit ihm? Du sagtest, er ist verletzt? Ja, die Alps haben ihm ganz schön zugesetzt. Wieso fragst du? Möchtest du helfen? Ja. Wie willst du denn einen Unhold heilen? Ich brauche Riesenkraut. Damit könnte ich seine Verletzungen heilen. Aber ich traue mich nicht, danach zu suchen und ihn hier alleine zu lassen. Was ist, wenn die Alps zurückkommen? Wenn du für mich danach suchen könntest, wäre ich dir über alles dankbar. Ja. Wo wächst Riesenkraut? Riesenkraut ist eine seltene Pflanze. Wir haben Glück, dass es hier in der Nähe recht häufig am Fluss wächst. Geh einfach nach Westen, bis du zum Fluss kommst. Fang unten links an der Brücke an und arbeite dich den Fluss hinauf. Da Riesenkraut niemals nebeneinander wächst, wirst du dem Flusslauf folgen müssen, um genug zu finden. Okay. Ich werde dir helfen, den Unhold zu heilen. Wie viel von diesem Riesenkraut brauchst du? Wegen der schlimmen inneren Verletzungen brauche ich mindestens 8 Pflanzen, die ich ihm zu essen geben kann. Das Riesenkraut wird seine Verletzungen von innen heraus schließen. Okay. Ich werde mich um die Alps kümmern, die euch bedrohen. Es gibt doch noch gute Menschen auf dieser Welt. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber sei vorsichtig. Diese Alps sind nicht zu unterschätzen. Alps. Easy. Viecher, die gar nichts können. Die, ey. Mein Blatt. So. Kann ich mit dir reden? Nein. Also sie nimmt Elex, damit sie mit dem kommunizieren kann. Und er nimmt dann auch Elex oder muss nur sie Elex? Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber okay. Alter, der hat hier noch ein Altblatt gemacht. Vor allem sind das Separatisten. Wieso greifen die Separatisten die an? Oh, lol, der hat eine riesen Axt und hackt das Holz. Sehr schön. So, 30 Elex. Ich weiß nicht, ob hierbei, wenn ich auf... zum Glück ist es jetzt ruhiger. Wenn ich hier auf, was soll ich sagen? Bergbau, die letzte Stufe gehe. Hat es nur eins, also hat es nur 2 Stufen? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich, ob dann halt, was soll ich sagen? Ob ich dann halt reines Elex rausbekomme. Das kann ich nicht sagen. So, gehen wir mal den Riesen helfen. Dem Riesen helfen.
Obwohl, ich würde mich gerne erstmal hier in der Ruine umgucken. Einfach nur, weil ich es kann. Ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich schon fucking vorbei. Dann werden wir das beim nächsten Mal machen. Ne? Hier alles erkunden, dem Riesen helfen und dann mal schauen. Ne? Die Separatisten verjagen. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, und dass wir uns dann einfach beim nächsten Mal sehen. Euer Schulzmann.